Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Whispered World. Hier ist Goretti und ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft, erfolgreich aus dem Asgil-Gefängnis zu entkommen, haben allerhand an Orten hier neu kennengelernt. Wir stehen hier gerade immer noch in der Küche und ich glaube, ich werde mal versuchen, wieder in diese Waffenkammer hineinzukommen, weil ich glaube, dass es da noch irgendwo muss ich irgendetwas übersehen haben und ich weiß natürlich mal wieder nicht genau wo. Und da fange ich am besten wieder in der Waffenkammer an. Das heißt, unser kleiner Cedric wird jetzt gleich hier oben ankommen. Jawolla, jetzt weiß ich nur nicht, ging es hier hinein zu der Waffenkammer? Cedric, geh doch da mal hin. Ah, da steht er ja, mein kleiner Freund. Was ist denn, gibt es hier hinten noch irgendetwas zu sehen? Ich sehe einen Wasserfall. Schauen wir uns den... Hallo? Ich will den Wasserfall angucken. Unerreichbar, wie so vieles. Oh, Cedric, nicht immer so traurig sein, melancholisch. Es reicht doch, wenn ich traurig und melancholisch bin, mein Freund. Unerreichbar, wie so vieles. Nee, anfassen wird das nicht. Was ist das? Hütte am Hang? Können wir die Brücke... Alle anderen Brücken sehe ich hier noch. Das sieht alles ganz schön wackelig aus. Ja, da hast du wohl recht. So eine Hütte mitten am Hang, kannst du da rüberrufen. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Wenn Nein. die Askel mich hier erwischen, ziehen sie mir bestimmt die Haut von den Knochen. Ja, da hast du völlig recht. Ja gut, wo war denn diese Waffenkammer? War das hier? Weil hier ist ja jemand drin. Das haben wir ja festgestellt, aber er will nicht mit uns reden. Das ist komisch. Hallo, ist da jemand drin? Na dann. Na dann, ja, na dann. Ach Gott, gibt es hier irgendetwas, was ich übersehen habe? Also, diese komischen Jagdtrophäen hatte ich mir alle angeguckt, das weiß ich. Ein Messer. Die Askil rüsten offenbar für einen Angriff. Hatte ich das schon gesehen? Die Askil sind bis an die Zähne bewaffnet. Oh, wir haben ein Messer genommen, das ist gut. Das ist gut, aber ein stumpfes Messer, das macht nichts. Unten war ein Schleifstein. Okay. Gut, wie kriege ich diesen Koch dazu, sich zu melden? Tür. Diese Tür ist auffallend türförmig. Ich sollte diese ungeheure Entdeckung in mein Tagebuch schreiben. Wieso fühle ich mich gerade von dir ein wenig veräppelt? Kannst du mir das mal sagen, mein kleiner Cedric? Was denn? Gar kein unüberwindbares Schloss? Kein komplizierter Mechanismus? Bist du überhaupt eine richtige Tür? Jetzt muss ich gerade echt lachen irgendwie so dazwischen. Ich finde diese Sprüche, die sind einfach einzigartig genial. Oh. Sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Der Koch ist ein pfiffiger Recke. Keiner findet ein Versteck. Sie suchen in der finstersten Ecke. Sie suchen in der finstersten... Was? Wie? Hab ich dich, mein Freund. Hab ich dich. Jetzt hat er ihn doch entdeckt, oder? Kein so schlechtes Versteck. Ich hätte auch nicht übel Lust, mich zu verkriechen. Oh, Cedric, nein. Hey, du da! Hey, du da in der Rüstung! Hallo, ich hab dich gefunden! Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht! Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen? Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Okay, er redet endlich mit uns. Ja, ich hab's geschafft. Juhu! Wer bist du, mein Freund? Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich versteck mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dein Versteck ja überall rum erzählen. Was? Nein! Aha, was machst du da drin? Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Mein Freund, ich sehe dich doch. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Askil.
Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rumerzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Ja, das gucken wir uns doch mal genauer an. Ich werde es dem lispelnden Wächter erzählen. Ich glaube, das ist nicht gerade das, was ihm sehr viel Angst macht, oder? Ich werde es eurem Boss erzählen. Ich werde es dem König erzählen. Du hast recht. Ich behalte es für mich. Ich bin ja keine Petze. Nicht wahr? Ja, ich glaube, das würde uns aber nicht weiterbringen. Dem König, ich würde sagen, so schön diese ganzen Texte auch sind, wenn ihr sie alle hören wollt, dann spielt es selber. Ich werde jetzt einfach mal nach dem Boss fragen. Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Doch. Erneluni, Lacru, Gournot, Koronus, nein, das passt alles nicht. Bobby war der Askil, nicht der Askil, um Gottes Willen, der Chaski. Luko, da ist er doch. Gorni, das wiederholt sich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Doch, er hieß Luko. Er heißt Luko. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ja, was sag ich ihm wohl? Ich weiß, wo Gorni ist, interessiert dich nicht. Ich weiß, wo der König ist, interessiert ihn vielleicht. Ich weiß, wo der Koch ist. Ich weiß, wo Bobby ist. Okay, ich weiß, wo der Koch ist. Du wirst nämlich wohl der Koch sein, mein Freund. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Das wirst du nicht! Bitte! Ich flehe dich an! Loco wird mich umbringen! Also, warum versteckst du dich vor Loco? Also nochmal. Warum versteckst du dich vor Loco? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen verhunzt, wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Was ist denn das Lieblingsessen? Schimmelsuppe. Igitt, die hat Opa auch immer gemacht. Hey! Es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Naja. Die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Loco die Haut umkrempeln. Oje, oje. Das klingt böse. Ich weiß zwar noch nicht genau, warum wir das Rezept haben wollen. Vielleicht wollen wir sie ja selber herstellen, die Suppe, aber gut. Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Hallo? Ach bitte. Nein, es ist altes Askil-Wissen. Ich würde mich und meine ganze Familie entehren. Na und? Du bist doch ohnehin schon verstoßen. Ein Aussätziger. Für immer auf der Flucht. Die Antwort ist nein! Okay, ich sehe schon. Wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck. Wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck? Das wirst du nicht tun. Ach ja, und warum nicht? Du bist ein argloser Mensch und kein verräterischer Husky. Ja, du bist ein Held. Helden tun so etwas nicht. Okay, aber unser Sedwick ist ja eigentlich kein wirklich großer Held. Na, er ist ja eigentlich eher so ein kleiner Tollpatsch. Luko! Ha! Das schockt mich gar nicht! Du blasst nur! Na, warte! Ich weiß, wo der Koch ist! Streng dich nicht an! Das beeindruckt mich überhaupt nicht! Lass es bitte einfach bleiben, okay? Bist du doch ein bisschen beeindruckt, ha? Bist du? Ja? Hier oben in der Waffenkammer. Okay, du hast hier gewonnen. Ich verrate dir ja das Rezept. Du sei bitte endlich leise. Ach, das ist so schön. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Was? Na hör doch zu. Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept. Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich drei von den vier Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Und jetzt lass mich in Frieden. Okay. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib und vergiss nicht,
Du hast mich nie gesehen. Natürlich, okay? Natürlich. Ich habe dich nie gesehen, mein Freund. Also etwas aus der Luft, da hätten wir zum Beispiel eine Fliege. Etwas aus der Erde, da war in der Küche ein Pilz. Den können wir wahrscheinlich nicht mit dem Stümpfenmesser abschneiden, aber mit Sicherheit mit einem Messer, das wir vorher am Schleifstein geschliffen haben. Das wäre ja quasi etwas aus der Erde. Etwas aus dem Wasser. Es gab an einer Stelle so einen Frosch. Nein, das würden die nicht bringen. Die würden nicht bringen, dass man irgendwie so einen Frosch... Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube hier, ne? Einfach so einen Frosch in den Topf schmeißt? Ich versuche jetzt erstmal hier... Geh mal hier rüber an den Schleifstein, mein lieber kleiner Sedgwick. Und versuchen wir erstmal, das Messer hier zu schleifen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Messerchen. Mit dem Schleifstein. Ja, das ist dringend nötig. Oh, er kann's. Funken im Auge, Funken im Auge. Verdammt. Ach, Cedric, du bist so genial. Und wir haben ein Messer. Können wir es nochmal schleifen? Dann haben wir es ein besonders scharfes Messer oder so. Nee, mit dem Schleifstein. Nicht nötig. Das Messer ist jetzt scharf genug. Okay, das Messer ist also scharf genug. Wo ging es in die Küche? War das hier die erste Tür? Nein, warte mal, die Küche ist hier, oder? Nee, das ist der Knast. Ach, schön. Nee, das war der Knast. Da sind wir ja rausgekrochen beim letzten Mal. Nein, wir wollen natürlich ab in die Küche. Wo war der Pilz? War der hier irgendwo? Pilz, da ist er ja. Na super. Wenn ich hier unten nicht verhungere, sterbe ich sicher an einer Schimmelpilzallergie. Alles wird gut, mein kleiner Cedric. Kannst du das Messer damit verwenden? Wunderbar. Sehr schön. Somit haben wir etwas aus der Luft, etwas aus der Erde. Mit Kruber konnten wir nichts machen, ne? Was bewacht dieses kleine Pelzvieh hier wohl? Aber mit dem Messer. Da ist ja noch diese Hängebrücke oder was auch immer das ist. Können wir mit dem Messer auch dieses Halteseil lösen? Ich bin mal gespannt. Man weiß es ja nicht und ich bin mal gespannt vor allen Dingen, wo wir da hinkommen. Weil bei dem Frosch konnte ich noch nicht viel machen. Da war ja irgendwie so zwei Säulen, die wir scheinbar mit irgendetwas befüllen müssen. Und endlich ist der Weg in die Höhle des Löwen wieder frei. Ja, mein Freund, ja. Laufe er in die Höhle des Löwen. Ach, ich mag dieses Spiel. Jo, Tatsache. Die Tür ist jetzt zu. Können wir sie denn aufmachen? Nein, fest verschlossen. Dumm gelaufen. Schade aber auch. Seil mit Stein. Kann ich dieses Seil mit Stein auch abschneiden? Er konnte ja diesen Knoten da oben nicht öffnen. Von hier aus kann ich es nicht lösen. Es ist oben festgeknotet. Okay, dann geh mal nach oben. Geh mal nach oben, mein kleiner Freund Cedric. Ich habe das Gefühl, ich komme voran. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Ich habe gedacht, ich erzähle das zweimal, so doppelt gemoppelt hält besser. Naja. Gar kein so übler Knoten. Ich hätte Seemann werden sollen. Die haben auch nicht ganz so alberne Kostüme. Geht so. Dann versuch mal diesen Knoten mit dem Messer zu lösen. Yay, wir haben ein Seil mit Stein. Jetzt kannst du es doch bestimmt nehmen, oder? Die Frage ist nur, was sollen wir mit dem ganzen Krams anstellen? Tata! Ah, da wird sich schon was finden. Schade, dass unser kleiner Cedric nicht ein bisschen schneller läuft. Ein gutes Seil. Es hat sich bereits als sehr nützlich erwiesen. Ja, dann nimm es doch nochmal mit. Hier, zacki.
Ab damit in dein Inventar. Ha, eine Münze! Eine Münze? Die muss Gorni verloren haben, als er zu Boden ging. Ich brauche keinen Biss-Test, um zu sehen, dass die echt ist. Ehrlich? Ja, dann nimm sie mit. Es wird immer besser. Die sieht ein bisschen komisch aus, die Münze, aber ist okay, ist okay, ist okay. Schau mal durch das Fenster, mein lieber kleiner Cedric. Vielleicht können wir ja durch das Fenster irgendetwas erreichen. Die Tür scheint ja fest verschlossen zu sein. Ich habe keine Ahnung. Dir wird das Singen schon noch vergehen, kleines Vögelchen. Ich habe gehört, dass der Koch eine hervorragende Raupensuppe macht. Keine Angst, noch bist du nicht an der Reihe. Heute steht erstmal Schimmelsuppe auf der Speisekarte. Und solange leistest du mir noch etwas Gesellschaft. Der Geruch von Angst hilft mir, mich auf meine taktischen Pläne zu konzentrieren. Oh, 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 Lupo hat unseren armen kleinen Spot. Irre ich mich oder wirkt Spot ängstlicher als sonst? Ja, das wärest du mit Sicherheit auch, wenn du auf dem Speiseplan stehen würdest. Nein, der Askel-Chef würde mich bemerken. Wir müssen Nein, den... ich komme nicht ran. Du kommst nicht ran. Irgendetwas müssen wir mit Lupo hier anstellen. Was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich da nur reingeraten? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist mein Fakt. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er sieht ganz schön finster aus. Ja, der sieht ein bisschen böse aus, der kleine Askel-Chef. Ich käme nicht dran, selbst wenn ich wollte. Eieiei, jetzt muss ich doch mal gucken. Können wir irgendwo das Seil, da können wir nur wieder zurück. Kann ich irgendwas mit dem... Wo ist der Stein? Vergiss es, Cedric. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Nein, ich komme nicht ran. Ja, das ist echt ein Problem, ne? Aber was stellen wir hier mit Lupo jetzt an? Sie ist verschlossen. Oje, wie soll ich Spot nur jemals hier rausbekommen? Das ist eine sehr gute Frage, mein Freund. Können wir... An Spot kann ich nicht ran. Kerzenhalter... Also irgendetwas muss ich hier machen können. Ich werde jetzt mal den ganzen Bildschirm so ein bisschen absuchen. Da kann ich nur wieder zurück. Da ist der Eimer, an den ich nicht rankomme. Ansonsten habe ich hier nur Kerzenhalter, Schaltplatten. Ah, Lupo himself, der Schlachtplan. Eieiei, das könnte etwas komplizierter werden. Wie kann ich Lupo, weil wir müssen ja irgendwie unseren kleinen Spot hier retten. Wie kann ich Lupo hier weglocken? Das ist das A und O des Ganzen. Ganz raus komme ich nicht, ne? Da ist der Schädel. Ich habe eine Münze. Kann ich vielleicht... die Münze, wenn... So eine Münze scheppert ja ordentlich an so einem Eimer. Geht das? Nein, ich komme nicht ran. Du sollst ja auch werfen, du Nuss. Ich weiß es nicht. Nee, also das scheint auf jeden Fall nicht die Lösung zu sein. Vielleicht müssen wir auch einfach diese Suppe herstellen. Das könnte natürlich sein. Er freut sich ja schon wahnsinnig auf diese Schimmelpilzsuppe. Dann gucke ich mir doch nochmal die Stelle an, wo der Frosch war. So, Fröschli, Fröschli, das war der Knast. Nein, da will ich nicht rein. Wie kam ich nochmal zu dem Fröschli? Weil die meisten Zutaten haben wir ja nun mittlerweile. Ich brauche eigentlich nur noch die Zutaten für den Frosch. Fröschli, ich bin gleich bei dir. Die Zutaten. Für irgendetwas aus dem Wasser, nicht für den Frosch. Um Gottes Willen, was redet es denn schon wieder hier? Ventil. Hatte ich schon... Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Das ist ein Schloss und da ist der Hebel. Ja, vielleicht komme ich mit dem Seil an das Hebelchen ran. Komm, so. Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Moment, hast du das Seil wieder weggesteckt, oder? Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe.
Okay, kann ich das Seil im Inventar mit dem Bogen... Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Das heißt, ich brauche auch noch ein Pfeil. Das muss ich nicht zusammenknoten. Ich brauche auch irgendetwas wie ein Pfeil. Das muss ich nicht zusammenknoten. Das musst du nicht zusammenknoten. Das muss ich nicht zusammenknoten. Einen Bogen haben wir. Das muss ich nicht zusammenknoten. Einen Bogen haben wir. Wir brauchen irgendwie sowas wie einen Pfeil. Weiß der Himmel. Aber ich glaube, ja, ich komme hier voran. Es dauert halt alles so Schrittchen für Schrittchen immer wieder ein bisschen näher. Aber wenn ich dann so auf den Wecker schaue, ne, dann würde ich mal sagen, sind so 20 Minütchen schon wieder rum. Und deswegen, wie es jetzt hier weitergeht, ob ich irgendwie einen Pfeil oder sonst irgendetwas finde, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Bis hierher bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber, vor allen Dingen gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!